Ja, das ist Max und seine kleine Tochter Anna. Max ist alleinerziehend und verbringt jede freie Minute mit seiner Tochter. Endlich schafft Max es mal, Zeitung zu lesen, weil seine kleine Tochter schläft. Und was ihn da in der Zeitung begegnet, also jetzt, wo er es nach langer, langer Zeit endlich mal wieder schafft, zu lesen, erschreckt ihn auf jeden Fall sehr. Was ihm begegnet, einmal die Klimakrise und alle Auswirkungen, die die Klimakrise hat. Hurricane in den USA, Flut in Pakistan, Dürre und Hunger in Somalia, Gletscher, die schmelzen in der Antarktis und viele weitere Auswirkungen, die noch kommen werden. Zudem begegnet ihm der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Gaskrise. Er liest in der Zeitung, dass heute, am 1. Oktober 2022, die Heizperiode in Deutschland beginnt. Und er selbst heizt mit Gas. Er fragt sich also, wie passt das zusammen? Das Klima steht vor einer Krise. Wir stehen vor der Abhängigkeit vom Gas und meiner Tochter möchte ich gern ein unbeschwertes Leben ermöglichen. Ja, vor dieser Frage steht er und weiß nicht genau, was er machen soll. Dann liest er weiter in der Zeitung und sieht, dass mit Corona, was ein weiteres Thema ist, das er in der letzten Zeit schon ein bisschen mitverfolgt hat, aber aus der Zeitung erfährt, dass Corona gebracht hat, dass alles sich auf Digitalisierung umgestellt hat, die Arbeitswelt jetzt in Videokonferenzen abgehalten wird und auch der digitale Konsum jetzt immer mehr im Aufmarsch ist. Diese digitale Transformation, die führt dazu, dass in Deutschland und auch auf der ganzen Welt die Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und diese Rechenzentren, in den Rechenzentren wird es ermöglicht, dass wir diese ganzen digitalen Tools und Anwendungen nutzen können. Und diese Server, die in den Rechenzentren stehen, die werden unheimlich warm, wenn sie diese Rechenleistung durchführen. Und dadurch entsteht bei dem Betrieb von Rechenzentren enorm viel Abwärme, und zwar konstant. Weil wenn das Rechenzentrum aus ist, dann ist es auf jeden Fall nicht gut. Da wissen wir alle Bescheid, was da passiert. Server down und so weiter. Genau, 30 Grad oder mehr entstehen auch bei Rechenzentren, bei den Anwendungen, die dort durchgeführt werden. Was jetzt aber passiert, diese Abwärme wird derzeit einfach ungenutzt an die Umwelt abgegeben. Und das bei dem immer steigenden digitalen Verbrauch, das ist unheimlich viel. 1,1 Millionen Häuser könnten damit mit Wärme versorgt werden. Also da ist ein unheimliches Potenzial da für grüne Wärme, die derzeit einfach aus dem Fenster geschmissen wird. Und von politischer Seite kommt der Druck immer mehr auf die Rechenzentren, dass die Abwärme genutzt wird. Im Koalitionsvertrag steht, die Abwärme aus Rechenzentren soll genutzt werden. Rechenzentren sollen nachhaltiger werden. Also ist hier auf jeden Fall schon mal Hoffnung da. Rechenzentren sollen bis 2027 klimaneutral werden, steht dort auch. Die neuen Rechenzentren, richtig? Ja. Und vor dieser Herausforderung stehen wir trotzdem. Wie schaffen wir das jetzt, die Abwärme aus Rechenzentren
flächendeckend umzusetzen und die Abwärme nicht mehr einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Und hier setzt Bytes to Heat an. Wir wollen die Abwärme aus Rechenzentren flächendeckend voranbringen und hierfür hat sich ein kompetentes Team zusammengefunden. Wir von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz arbeiten hier zusammen mit der Universität Stuttgart und der innovativen Wärmenetze GmbH, haben also sowohl die technische als auch die wissenschaftliche Seite mit an Bord. Unser Projekt wird gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also vom BMWK. Und wir haben auch noch weitere Projektsupporter, die unser Projekt begleiten. Also einerseits Energieversorger, aber auch Rechenzentren und Berater, andere Verbände, die uns hier sehr unterstützen, aber auch beispielsweise die Stadt Frankfurt. Hier ist das der Hub an Rechenzentren in Deutschland. Also hier sind die meisten Rechenzentren in Deutschland angesiedelt. Und genau, dafür hat sich dieses Team zusammengefunden. Und ja, unser Ziel ist es, die Barrieren, die es derzeit gibt, um die Abwärme zu nutzen, die zu überwinden und dafür Tools zu entwickeln, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden und dann auch genutzt werden können, um die Abwärmenutzung voranzubringen. Im ersten Schritt haben wir dafür Experteninterviews geführt und hier Experten aus unterschiedlichsten Bereichen gefragt, woran scheitert es denn überhaupt, dass die Abwärme aus Rechenzentren nicht genutzt wird. Und hierbei sind uns verschiedene Hemmnisse aufgetaucht. Ich habe mal die wichtigsten mitgebracht. Sie sind aus unterschiedlichen Kategorien, also aus technischer Hinsicht gibt es einige Hemmnisse, aus wirtschaftlicher Hinsicht gibt es auch Hemmnisse, aus kommunikativer und aus rechtlicher Sicht. In technischer Hinsicht scheitert es vor allem an dem Temperaturniveau, sagen viele. 30 Grad ungefähr kommt aus einem luftgekühlten Rechenzentrum raus. Bei Wasserkühlung kann es bis zu 60 Grad gehen. Das scheint für viele ein Punkt zu sein, der aber überwunden werden kann. Durch Wärmepumpen beispielsweise, durch den Einsatz von Wärmepumpen oder durch kalte Nahwärmenetze oder eben die direkte Nutzung der Abwärme. Dann betriebswirtschaftlich. Viele Rechenzentren sagen, ja, ich würde ja meine Abwärme sogar umsonst zur Verfügung stellen. Aber das rechnet sich ja alles gar nicht. Und es will auch gar niemand die Abwärme haben. Und deswegen die Investitionen, die damit zu tun haben, also um die Abwärmenutzung zu ermöglichen, werden oft als weiteres Hemmnis dargestellt. Als dritter Punkt die fehlende Kommunikation. Wir haben mit vielen Rechenzentren und auch Wärmeabnehmern gesprochen und die wissen zum Teil überhaupt nicht, dass sie Nachbarn sind, dass sie direkt nebeneinander wohnen und dass sie die Abwärme gemeinsam ein Abwärmeprojekt starten könnten. Ja, und hier setzen wir mit Bytes to Heat eben an, um Tools zu entwickeln, um diese ganzen Hemmnisse, die wir erkennen, zu überwinden. Im zweiten Schritt haben wir dann diese Tools gemeinsam versucht voranzubringen und zu entwickeln in interdisziplinären Teams, also mit allen wichtigen Stakeholdern, die für so ein Projekt notwendig sind. Und da haben wir uns auf die einzelnen Hemmnisse Schritt für Schritt fokussiert, erst uns eben die kommunikativen Hemmnisse angeschaut und geschaut, wie können wir hier die Abwärmenutzung voranbringen und die bestehenden Hürden der fehlenden Kommunikation überwinden. Im zweiten Innovationsworkshop, sind wir dann auf die betriebswirtschaftliche Seite eingegangen, um hier zu sehen, wie können wir diese Seite überwinden, die Wirtschaftlichkeit auf jeden Fall erstmal transparent zu machen und dann im zweiten Schritt auch zu zeigen, dass es doch wirtschaftlich sein kann, die Abwärme aus Rechenzentren zu nutzen. Und ja, im dritten Workshop sind wir dann auch nochmal auf die technische Seite eingegangen und haben ganz am Ende dann auch Prototypen entwickelt, wie diese Tools aussehen können, von den vielversprechendsten Ideen, die wir herauskristallisiert haben und sind auch dabei, die
immer weiter zu entwickeln in iterativen Prozessen. So, welche Tools sind jetzt da entstanden? Sehr, sehr viele Ideen und wir haben uns dann fokussiert zuerst auf ein Matching-Tool. Eine Art Tinder für Rechenzentren sozusagen. Dieses Tool bringt den Abnehmer der Wärme mit dem Rechenzentrum zusammen, weil wir haben gehört, es fehlt die Kommunikation und sie wissen einfach nicht, dass sie überhaupt nebeneinander sitzen. Genau, daher unser erstes Tool, das Matching-Tool zur Förderung der Kommunikation. Das zweite Tool, was sehr vielversprechend für uns war, war ein Wirtschaftlichkeitsrechner, um herauszufinden, also so eine Art Tax-Fix-mäßiges Tool, das uns durch den Prozess führt und dann nachher sagt, okay, das Abwärmenutzungsprojekt rentiert sich oder eben nicht. Also lohnt sich weiter zu verfolgen oder eben auch nicht. Und genau, hier war es eben uns auch wichtig, dass es sehr intuitiv ist und hier sind wir auch immer in weiteren Iterationen, wie wir es noch vereinfachen können, damit nur ganz wenige Infos eingetragen werden müssen, damit die Rechenzentren oder auch die Abnehmer die Hürde so klein wie möglich ist, um das Tool zu nutzen. Genau. Dieses Tool haben wir ergänzt auch durch eine Förder- und Politikübersicht. Wir haben gehört, dass es oft an der Wirtschaftlichkeit eben scheitert, aber es gibt ganz, ganz viele Förderungen in Deutschland, die die Abwärmenutzung aus Rechenzentren unterstützen. Und deswegen haben wir hier eine Übersicht für erstellt, um auch zu zeigen, welche Möglichkeiten es dann hier aus wirtschaftlicher Sicht gibt. Zudem, was ein weiteres Tool ist, was sehr interessant sein kann für neue Abwärmenutzungsprojekte, überhaupt mal Best Practices zu sehen, wo die Abwärme aus Rechenzentren oder Ähnlichem schon genutzt wird. Und hier auch zu sehen, wer hat ein vergleichbares Temperaturniveau, wer möchte die Abwärme in einem ähnlichen Bereich nutzen, beispielsweise in Gewächshäusern oder in der Algenzucht oder für Raumwärme und womit kann ich mich vergleichen, was kann ich übertragen auf meinen Fall. Genau, daneben sind noch viele, viele weitere Tools entstanden. Ich habe jetzt nur mal die Auswahl der vier mitgebracht. Matching Tool, also Art Tinder für Rechenzentren, dann unser Wirtschaftlichkeitsrechner, die Förderübersicht und die Best-Practice-Übersicht. Genau, das sind die wichtigen Tools, die entstanden sind. Und es gibt natürlich, wie ich es gerade angesprochen habe, in dieser Best-Practice-Übersicht ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Abwärme aus Rechenzentren nutzen könnte. Und eine Möglichkeit ist es natürlich, die Abwärme für die Beheizung von Räumen zu nutzen. Also Max beispielsweise könnte dann seine Wohnung mit der Abwärme aus dem Rechenzentrum beheizen, wenn sein Quartier an dieses Rechenzentrum angeschlossen werden würde. Eine weitere Möglichkeit ist, auch die Abwärme beispielsweise für ein Schwimmbad zu nutzen, also das Schwimmbad mit der Abwärme zu beheizen und hier die Abwärme sozusagen vorteilhaft einzusetzen. Ein zweiter Bereich sind landwirtschaftliche Umgebung, also entweder Gewächshäuser beispielsweise, dafür kann man die Abwärme nutzen, aber auch für die Algenzucht, für Insektenzucht, aber auch Fischzucht beispielsweise gibt es viele Beispiele. Ansonsten in Industrieprozessen könnte man auch die Abwärme weiter einsetzen. Beispiele dafür wären Trockenfrüchte, wie werden die hergestellt? Die müssen irgendwie getrocknet werden und 30 Grad Abwärme würde sich dafür optimal lohnen. Holztrocknung, genau das Gleiche. Und Konservierungsprozesse beispielsweise, hierfür könnte man es auch einsetzen. Ansonsten in unseren Workshops, also das ist auch aus diesem Technik-Workshop rausgekommen, wäre es auch interessant, einfach die Abwärme im öffentlichen Raum zu nutzen. Also Räume zu ermöglichen, wo beispielsweise Obdachlose unterkommen können, der beheizt ist. Oder
Straßen zu entfrieren, wenn es in der Nacht, wenn es im Winter Glatteisgefahr gibt. Dafür könnte man die Wärme auch einsetzen. Und trotzdem wird die Wärme in Deutschland einfach größtenteils ungenutzt in die Umwelt abgegeben. Und das wollen wir natürlich verhindern. So. Die ganzen Tools, die ich jetzt beschrieben habe und diese Möglichkeiten, wie man die Abwärme nutzen kann, die werden auf unserer Seite, also auf der Plattform Bytes to Heat, bereitgestellt, öffentlich, zugänglich gemacht. Also jeder kann die nachher nutzen, das Matching-Tool, aber auch den Wirtschaftlichkeitsrechner, die Förder- und Politikübersicht und auch Einsichten in die Best-Practice-Übersicht bekommen. Also wir sind dabei, diese Plattform aufzubauen. Die wird wahrscheinlich Ende des Jahres online gehen. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr daran Interesse habt. Und ja, hier werden auch noch unsere Pilotprojekte vorgestellt, die wir nämlich auch noch initiieren. Also wir sind nicht nur auf der Forschungsseite mit den Tools und so weiter unterwegs, sondern bringen auch konkrete Pilotprojekte auf den Weg. Sprich, wir gehen zu auf Rechenzentren und Wärmeabnehmer und Kommunen, um tatsächlich Projekte voranzubringen und Leuchttürme zu schaffen und zu zeigen, wie kann man denn die Abwärme aus Rechenzentren tatsächlich nutzen. Und genau, die werden dann nachher auch auf unserer Webseite aufgeführt. Da kann man dann sehen, was sich alles ergeben hat, welche coolen Ideen wir nachher verfolgt haben und wie die Abwärme genutzt werden kann. Und das soll natürlich dann auch als Beispiel für weitere Projekte dienen, um unser Ziel zu erreichen, die Abwärme aus Rechenzentren flächendeckend zu nutzen. Und genau, hier ist es jetzt so, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Potenzial ist riesig. Wir haben ungefähr 50.000 Rechenzentren in Deutschland. Man weiß es nicht so genau, weil viele sind auch nicht erfasst, aber ungefähr 50.000 Rechenzentren. Das heißt, wenn man das umrechnen würde, würde man 1,1 Millionen Häuser beheizen können. Umgerechnet bedeutet das, dass ganz Berlin mit Wärme versorgt werden könnte, nur wenn man die Abwärme aus Rechenzentren nutzen würde. Und ich habe das mal umgerechnet. Das ist so viel, dass man ein komplettes Kohlekraftwerk abschalten könnte, nur dadurch, dass man die Abwärme aus Rechenzentren nutzt. Und deswegen rufe ich euch alle auf, lasst uns die Abwärmenutzung aus Rechenzentren voranbringen und gemeinsam dafür einstehen, dass die Abwärmenutzung aus Rechenzentren und auch aus anderen Abwärmequellen genutzt wird und unsere Wärmenetze dekarbonisiert. Genau. Wir haben jetzt noch Zeit für 10 Minuten Fragen und Antworten. Bitte meldet euch mit dem Mikrofon an. Ich versuche das ein bisschen zu gendern, dass ihr wisst, dass das kann. Ich kann es nicht hören. Hallo, das war ein interessanter Vortrag. Mich würde speziell diese Kartografie der Rechenzentren interessieren. Und zwar, ich vermute mal, das wird nur auf freiwilliger Basis funktionieren, dass die Rechenzentrumbetreiber sich dort eintragen. Das politisch zu triggern, wird ein langwieriger Prozess, der vielleicht in 5 Jahren abgeschlossen ist. Aber ist diese Karte zum Beispiel dann so gestaltet oder kann diese so gestaltet werden, dass wenn ich in meiner Umgebung mit Wärmebildkamera oder selbst einfach nur durch alleines Vorbeilaufen Rechenzentren identifiziere, dass ich diese vielleicht auch schon eintragen kann auf der Karte? Das ist eine sehr gute Frage. Die Möglichkeit wird es geben, dass man Rechenzentren auch
angibt, die in der Nähe liegen. Und wir werden sie aber dann nochmal verifizieren. Das ist, also, weil sonst könnte ja jeder irgendwie sagen, okay, hier ist ein Rechenzentrum, dabei ist da gar keins. Deswegen werden wir die aus Balz zu Hietzig dann nochmal verifizieren. Man kann ja auch über Google und so weiter auch sehen, wo Rechenzentren liegen. Es ist größtenteils kein Geheimnis. Aber genau diese Funktion soll es dann nachher geben, dass das ergänzt werden soll, welche Rechenzentren in der Umgebung sind und sie uns darauf aufmerksam machen können. Genau. Ja, weitere Frage. Ah, sorry, ja. Ja, hallo, vielen Dank. War super spannend. Anke Domscheit-Berg, ich mache Digitalpolitik in der Linksfraktion im Bundestag und befasse mich viel mit diesem Thema. Ja. Vielleicht dann noch eine ergänzende Antwort zu der Frage eben. Die kam als Antwort der Bundesregierung auf meine kleine Anfrage. Es soll ja mit dem Energieeffizienzgesetz eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass Rechenzentren verpflichtet werden, die Daten einzutragen. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Aber das ist der aktuelle Plan. Ja. Also dann tragen Sie es dann vielleicht tatsächlich alle ein. Ich habe mehrere Fragen. Also eine würde sich darauf beziehen, ob es sich auch irgendwie quantifizieren lässt, wie viel Energie man einsparen kann, dadurch, dass man ja nicht mehr kühlen muss. Weil man braucht ja die Abwärme. Also die Wärme ist ja da, wenn man sie nicht nutzt. Und sie muss aber weg, weil das ist schlecht für die Server, wenn die zu warm werden. Das heißt, ich muss sie kühlen und das kostet ja auch wieder Energie. Da gibt es vielleicht eine Antwort darauf von dem da vorne sitzenden, mir bekannten Rechenzentrumsexperten. Dann würde mich interessieren, gibt es bei dem Best Practice auch welche für sehr kleine Rechenzentren, zum Beispiel für die 6 Serverschränke in meinem Keller? Da haben wir die Abnahmenutzung durch so eine Art Luftrüssel, der durch ein Loch in der Kellerdecke nach oben führt. Aber das ist jetzt suboptimal, wärmt aber schön. Also gibt es da irgendwas, wie wir das cleverer machen können? Und meine dritte Frage wäre, es gab sehr viele unterschiedliche Beispiele für die Abwärmenutzung. Manche waren aber nur für temporäre Nutzung, wie Frostschutz, brauche ich ja nur im Winter. Und dann habe ich tatsächlich dieses 24/7, 365 Tage im Jahr Problem. Was macht man in den anderen Zeiten? Trockenfrüchte herstellen? I don't know. Okay, also ich glaube, Günther wollte eine Antwort geben auf eine der Fragen. Ja. Ich fürchte. Ich dränge mich mal kurz vor. Günter Eggers von der NTT Global Data Centers. Wir sind einer der größten Betreiber von Rechenzentren in Deutschland. Also nicht nur da, aber auch da. Und übrigens, Hintergrundinformationen, wir sind auch einer der großen Anbieter für IT des Bundes. Also das heißt, also Bundes-IT steht auch in manchen unserer Rechenzentren. Zur Frage zum Thema Abwärmenutzung bzw. die Energieersparung, wenn Abwärme genutzt wird, das hängt ganz stark davon ab, ob im Sommer oder auch in der Übergangszeit die Wärme wirklich benötigt wird. Wir haben eine Menge Anfragen von Wärmenetzbetreibern, ob wir denn im Winter quasi primär Abwärme bereitstellen. Und da brauchen wir keine Energie, um die Abwärme loszuwerden. Aber es ist allemal besser und fast alle Marktteilnehmer wollen die Wärme auch abgeben, weil der Vorteil ist, sie geht halt nicht sofort in die Luft, sondern vorher nochmal durch irgendwelche Wohnungen oder durch Büros oder durch Duschen oder was auch immer. Und erst danach geht sie dann, wird also einfach genutzt und wir sparen damit Energie. Für den Fall, dass wir dass quasi auch in der Übergangszeit Nutzung, Abwärmenutzung möglich ist durch die Abnehmer. Das hängt davon ab, ob wir Industrieabnehmer haben. Das Thema Trocknen bei 30 Grad oder so, das muss auch im Sommer nachts passieren. Da haben wir dann keine 30 Grad. Ist es durchaus so, dass wir einen erheblichen oder einen nennenswerten Teil der Kühlenergie sparen würden. Aber es gibt heute, nach meinem Kenntnisstand, noch kein einziges Beispiel, wo das wirklich der Fall ist, wo im Sommer wirklich Abwärme abgenommen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr da noch was machen können. Aber meines Wissens gibt es das nicht. Wenn wir es machen können, dann reden wir über zweistellige Prozentbereiche, wo wir Energie sparen. Ich habe noch Fragen. Okay, gut. Ja, ansonsten, also Günther hat ja schon gut die Fragen beantwortet. Ja, im Sommer ist es natürlich schwieriger, die Abwärme zu nutzen, aber es gibt trotzdem viele Möglichkeiten. Also neben der Trockenfrüchteherstellung natürlich auch die Warmwasseraufbereitung oder Hallenbäder, Saunen, also dass man dort die Abwärme weiter einspeist. Und klar, Frostschutz ist nur im Winter dann notwendig, aber vielleicht kann man dann eine hybride Lösung fahren, wo man eben im Winter das eine macht und im Sommer was anderes. So, genau, vielleicht nochmal so viel dazu. Und für die kleinen Rechenzentren in der Best-Practice-Übersicht soll es für die auf jeden Fall auch eine Möglichkeit in dem Sinne geben, dass viele Möglichkeiten aufgezeigt werden und man sich dann raussuchen kann,
welche Möglichkeit für mein Rechenzentrum sinnvoll ist. Aber oft ist es eben bei kleinen Rechenzentren schwieriger, die Abwärme zu nutzen. Und da gibt es noch nicht viele Best-Practice-Beispiele, die da eingepflegt werden. Wenn es aber irgendwelche gibt, von denen ich noch nichts weiß, die werden wir gerne mit in die Best-Practice-Übersicht aufnehmen und dadurch dann auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja, nächste Frage. Ja, ich höre es ganz schlecht leider wieder. Okay. Komm einfach mal näher dann. Ja, also die Frage ist, Rechenzentren haben bisher drei Randbedingungen. Also ich brauche Energie, ja. Ich brauche eine Glasfaser und ich brauche Kühlung. Ist das jetzt nicht einfach eine vierte Randbedingung, die dann wahrscheinlich nur in Ballungszentren erfüllt ist, sodass man kleinere Rechenzentren in Ballungszentren verteilen kann? In Berlin haben wir dann das Problem, dass so ein Rechenzentrum üblicherweise 4-5 Megawatt in der kleinsten wirtschaftlichen Form braucht. Und das ist ein ganz kleines. Und hier kriegt man keine Leitungen, weil dafür müssen Straßen aufgerissen werden. Das ist also die Infrastruktur, die zuliefert, Energie nämlich, und auch die Heizröhren, die abliefern, das war gerade in einem Vortrag noch, das Problem sind, dass man die einfach nicht genehmigt bekommt in Ballungsräumen, wo man die Energie halt braucht. Ich brauche in einem Rechenzentrum in Brandenburg, wo kein Ballungsraum ist, habe ich Probleme, die Abwärme überhaupt zu nutzen. Aber in Berlin könnte man das machen. Man müsste nur die Regularien drumherum auch anpassen, dass man sagen kann, wenn ein Rechenzentrum seine Energie loswerden will, dann muss es das auch können und dürfen. Da ist ein Wohnblock, da muss es auch eine 5-Megawatt-Leitung bekommen, da muss es... Ja, genau. Also das ist natürlich richtig, dass hier auf jeden Fall von den Infrastrukturgegebenheiten es noch nicht optimal ist in Deutschland. Und da kann politisch noch einiges gemacht werden, damit die Abwärmenutzung hier auch erleichtert wird. Das ist auf jeden Fall der Fall, aber mit unserem Projekt Bytes to Heat sind wir eben nicht an sich nicht politisch unterwegs, sondern eben um Tools zu generieren, dass sich überhaupt mal die wichtigen Akteure finden. Und die DNF ist natürlich in politischer Hinsicht da dann trotzdem auch unterwegs, um das voranzubringen. Und genau, aber an sich ist es kein Teil von dem Projekt, nicht als solches vorgesehen. Genau, nächste Frage. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir sind dann nämlich am Ende der Session. Ja. Es ist dann Mittagspause. Hier gibt es dann noch eine zusätzliche Antwort. Was sollen wir zuerst machen? Die Frage würde ich gerne noch zulassen, wenn es jetzt direkt dazu ist und unterstützend hilft. Gerne. Alles klar. Kurze Ergänzung zu dem Thema Kriterien für die Ansiedlung. Ganz klar, wir brauchen Strom, wir brauchen Glasfasern. Und für die Abwärmenutzung geht es halt nur mit Wärmenetzen in der Nähe. Und offensichtlich hat sich in der Politik noch nicht rumgesprochen, dass Wärmenetze, wenn man sie denn in den urbanen, also in den städtischen Gebieten nutzt, die effizienteste Form der Wärmeversorgung sind. Da haben wir einen riesen Gap in Deutschland. Das muss man gegenüber anderen europäischen Ländern ganz klar sagen. Also zumindest denen, die heizen müssen. Es wird zunehmend ein Kriterium sein, auch für uns, für die Ansiedlung, für die Ansiedlungsentscheidung. Also insofern völlig richtig. Aber faktisch ist es so, dass wir heute nicht genug Städte haben, die Wärmenetze haben, die Rechenzentren quasi aushalten. Und die Wärme, die wir produzieren, ist einfach sehr viel mehr als die, die derzeit abgenommen wird. Und da sehe ich deshalb auch einen kritischen Punkt für das Energieeffizienzgesetz, das 30% mindestens vorschreibt, ohne vorzuschreiben, dass Netze da sind. Gut. Ja, hört man mich? Ja. Ich fand es super interessant. Vielen Dank. Aber in dem Vortrag ist ja auch schon angeklungen, dass ja Rechenzentren jetzt wirklich nicht die einzigen Wärmeproduzenten sind. Für diese Konferenz passt das natürlich super gut. Aber ich meine, jetzt kann man natürlich genauso die Frage stellen, warum man nicht Restaurantküchen, Wäschereien und jeglichen anderen Gewerbebetrieb, der irgendwie Abwärme erzeugt, für die Heizung von benachbarten Häusern heranziehen möchte. Und das sind genau diese kleinräumigen Nahwärmenetze genau
genau das Thema. Mhm. Liegt das jetzt einfach am Förderschwerpunkt von diesem Programm oder was der Hintergrund, oder ist es auch, kommen da jetzt auch Lösungen raus, die auch genutzt werden können für andere Abwärmeproduzenten? Genau, komplett richtig. Also es gibt viele andere Abwärmequellen, die auch sehr interessant sind. Der Vorteil von Rechenzentren ist, dass sie konstant abgegeben wird, die Wärme. Also Rechenzentren müssen jederzeit die Serverleistung sicherstellen, weil sonst ist deren Kerngeschäft einfach gefährdet. Und deswegen ist die Abwärmequelle Rechenzentrum eben sehr interessant im Vergleich zu anderen Wärmequellen. Andere Wärmequellen sind aber oft höher temperiert, also von dem her trotzdem auch interessant. Und da gibt es auch Projekte, die das voranbringen. Und genau, also Förderschwerpunkt von unserem Projekt ist jetzt eben das Rechenzentrum zu betrachten, aber da soll es auch in Zukunft sogar noch mehr auch Projekte in andere Richtungen geben, wo dann andere Wärmequellen auch noch einbezogen werden. Nur eben jetzt mal als Vorreiterbeispiel die Rechenzentren und dann kommen noch weitere hinterher. Genau. Sie können auch gerne jederzeit danach noch auf mich zukommen oder mich auch sonst kontaktieren, wenn Sie irgendwelche weiteren Fragen haben und jetzt schnell weg müssen. Also sonst kommen Sie gerne auch noch mal auf mich zu. Ja. Genau, das hätte ich nämlich noch vorgeschlagen, den Kontakt aufzunehmen. Ja. Die spannende Frage ist, wie wir das schaffen, Hollis, weiter mit der Wärme. Ich bin ja beim BUND und von daher bin ich sehr froh über solche Lösungen, die dann auch verhindern, dass wir noch mehr Müllheizkraftwerke brauchen. Wir wollen ja weniger Müll zum Beispiel. Das ist dann so kontraproduktiver Effekt bei den anderen Lösungen. Ich danke für eure Anwesenheit und möchte noch einen Hinweis machen. Und zwar gibt es das Bits und Bäume Journal. Und das Bits und Bäume Journal hat einen Call for Contributions. Also ruft auf, Beiträge zu liefern. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, natürlich auch die Vortragenden hier, dort etwas einzubringen. Es gibt einen Annahmestoß am 16. Oktober für ein erstes kleines Draft. Also man sollte sich vielleicht sputen, vielleicht wird ja auch noch mal ein bisschen verlängert, aber das wird eine spannende und sicherlich gut beachtete Publikation werden. So war es zumindest bei der letzten, die wir hatten von 2018. Also bitte beteiligt euch. Ich danke Mira Weber ganz herzlich für den wunderbaren Vortrag und den Einblick in dieses spannende Thema und wünsche allen jetzt eine schöne und gute Pause. Bleibt uns gewogen und schaut euch gut um und macht mit bei den nächsten Veranstaltungen. Und wie gesagt, Call for Contributions, ich habe es gesagt. Tschüss. Vielen Dank.